Jo Leute, was geht ab? Sepp am Start mit einem Video zum Thema Dehnen. Viele Leute fragen mich, hey Sepp, dehnst du dich selber? Wie stehst du persönlich zum Thema Dehnen? Dehnst du dich vor dem Training, nach dem Training, wenn du dich überhaupt dehnst, zwischen dem Training vielleicht? Und für wen würdest du allgemein Dehnen empfehlen? Also ein kurzes Video über Dehnen eben. Zunächst einmal, wer braucht denn alles Dehnen? Also für alle Leute, die keine Probleme haben, die Übungen perfekt auszuführen, die brauchen sich auch nicht dehnen. Warum? Ja, weil die mehr gewonnene Flexibilität euch ja für die Übung an sich ja nichts bringt. Das heißt, was habt ihr denn von diesem Dehnen denn allgemein? Wenn ihr euch natürlich gut dabei fühlt oder sonstiges, dann könnt ihr euch ruhig dehnen, das ist kein Problem. Das macht dann aber auch nicht wirklich Sinn, also wenn man es halt nur für den Kraftsport betrachtet, weil ihr eben die Beweglichkeit, die ihr braucht, ja schon habt. Und die geht ja auch nicht zurück, weil ihr eben die Übung ausführt und dadurch auch immer ja, in die gedehnte Position reinkommt. Das heißt, ihr verliert diese Flexibilität, die ihr irgendwann mal gewonnen habt durch Dehnen oder vielleicht habt ihr es schon von Natur aus, verliert ihr ja nicht, wenn ihr eben diese Übung immer wieder ausführt. Wer braucht denn Dehnen? Ja, alle Leute, die eben diese Übung nicht beherrschen oder nicht in die Position kommen, die für sie vorteilhaft wäre. Das heißt, wenn du eben nicht tief beugen kannst oder wenn du beim Kreuzheben immer einen Rundrücken hast und es ist ein Problem der Flexibilität und nicht der Technik oder weil du nicht ungefähr weißt, wie du irgendwie deinen Körper bewegen musst, dann musst du dich natürlich dehnen. Und welche Dehnung jetzt für welche Übung oder für welche Probleme, sage ich mal, verantwortlich sind oder gut sind, besser gesagt, das kannst du natürlich googeln. Das wird den Rahmen des Videos natürlich krass sprengen, deswegen gehe ich darauf jetzt auch nicht ein. Da gibt es YouTube-Videos, Internetseiten, alles mögliche, sehr gute Quellen. Ich habe das Problem einfach eingeben bei YouTube, kommen wahrscheinlich 10 Videos, wie man eben das Problem, also wie man das mit denen eben lösen kann, welche Muskeln man wie dehnen muss, damit man eben diese Probleme nicht mehr hat. Jetzt, wo wir geklärt haben, wer den überhaupt braucht, jetzt die Frage, ja, vor dem Training, nach dem Training, zwischen dem Training, wann auch immer. Also ich würde auf jeden Fall euch nicht empfehlen, vor dem Training euch zu dehnen. Warum? Weil ihr damit eben den Muskeltonus runtersetzt und damit auch die Leistungsfähigkeit. Das heißt, wer ein bisschen schwächer sein will, der sollte die Muskulatur, die danach trainiert wird, auch dehnen. Damit stellt ihr sicher, dass eben der Muskeltonus reduziert wird und ihr dadurch auch nicht mehr so leistungsfähig seid. Auch werdet ihr dadurch nicht irgendwie verletzungsunanfälliger. Im Gegenteil, ihr werdet verletzungsanfälliger. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, was Magisches, was ich euch erzähle. Ihr könnt das alles googeln, alles ist alles bestätigt durch diverse Literatur. Also kein Geheimnis oder sonstiges. Auch wenn viele, zum Beispiel Fußballtrainer oder so, euch vor dem Training ja, ziemlich stark dehnen lassen. Nicht dynamisch, sondern statisch. Es geht jetzt nur um statische Dehnen. Das Dehnen, was eben eure Flexibilität auf Dauer erhöht. Das solltet ihr eben nicht vor dem Training machen. Ihr könnt natürlich Sachen dehnen, die nicht wirklich belastet werden. Also wer jetzt Bizeps trainiert, der kann ruhig seine Beine dehnen. Das ist egal, das spielt keine Rolle, weil eben die Muskulatur des Beines hat ja nichts mit dem Bizeps-Training zu tun. Dynamisch dehnen ist wieder was anderes, das könnt ihr ruhig machen. Aber dynamisches Dehnen wird euch auch nicht langfristig eine krass erhöhte Flexibilität geben. Also das klassische lange Dehnen, sage ich mal. Das, was die meisten Menschen eben mit Dehnen verbinden, das nicht vor dem Training machen und auch natürlich nicht zwischen dem Training machen, sondern am besten an trainingsfreien Tagen oder notfalls nach dem Training. Nach dem Training hast du halt den Nachteil, dass wenn du einen Muskelkater hast oder sonstiges, kleine Mikrotraumata, die eben vergrößert werden und dadurch die Regeneration halt ja, verlängert wird, aber es ist immer noch mir lieber, eine längere Regenerationsphase zu haben, als eben ein schlechteres Training oder womöglich ein erhöhtes Verletzungsrisiko im Training selbst. Deswegen, meiner Meinung nach, statisches Dehnen vor dem Training keins machen. Nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen wäre es natürlich optimal. Dehnen brauchen nur Leute, die eben diese Flexibilität nicht haben. Alle anderen, ja, die erhalten halt die Flexibilität durch Ausführung der Übungen, die man eben so macht. Also wenn man die Flexibilität für Kniebeuge nicht verlieren will, dann macht man halt eben ganz viel Kniebeuge in der Woche und man verliert sie ja nicht, weil man eben die Bewegung, die Muskulatur halt eben auch dadurch halt dehnt. Das war es auch schon mit dem Thema Dehnen. Ich glaube, ich habe nichts oder habe ich irgendwas vielleicht nicht gesagt. Mehr gibt es auch eigentlich nichts zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag. Peace out.